Herzlich willkommen zu einem weiteren Video als Vorbereitung auf die Inverted Classroom and Beyond 21 Konferenz, die ja im Februar 21 stattfinden wird. Mein Name ist Josef Buchner und ich freue mich, dass ich heute Christian, Freisleben Deutscher, bei mir begrüßen darf, Mitorganisator, Co-Gründer der Konferenz. Und jetzt tatsächlich hier bei mir, lieber Christian, vielleicht ganz kurz noch ein paar Worte zu deiner Person. Ja, ich bin ja halbtags an der Fachhochschule St. Pölten beschäftigt im Bereich Hochschuldidaktik, E-Learning, Forschung und Lehre. Und die Fachhochschule St. Pölten hat mich auch maßgeblich dabei unterstützt, dass ich meine Dissertation machen habe können zum Thema des Einsatzes von Improvisationsmethoden off und online im tertiären Feld. Und ich bin auch freiberufliches Berater, Referent, Journalist und Improvisateur in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales tätig. Wow. Und was erwartet uns jetzt von dir dann im Rahmen der Konferenz? Es ist ja so, dass diese Dissertation auch deswegen entstanden ist, weil ich mich ja schon seit über 25 Jahren mit diesen Methoden beschäftige und bei verschiedenen Konferenzen auch mit Lehrenden arbeite, weil meine Erfahrung ist, dass Improvisationsmethoden dazu beitragen können, den Lernprozess voranzubringen. Das bedeutet, es sind Möglichkeiten und Methodiken, die ganz stark mit Assoziationen arbeiten, also das heißt mit Worten, mit Lauten, mit Melodien, mit den Körpern, mit Texten, mit Bildern, und mit szenischen Materialien. Und diese Herangehensweisen, wenn sie gut eingebettet sind in ein didaktisches Design, wo gut überlegt ist, warum ist diese Methode an dieser Stelle, wobei das sowohl Selbstlernzeiten unterstützen kann, als auch Präsenzveranstaltungen, dann bewirken diese Methoden eben eine Unterstützung des Lernprozesses, weil es eine Verbindung zwischen Kopf, Herz, Hirn unterstützt und ein holistisches oder ganzheitliches Lernen sozusagen bewirkt und gleichzeitig unterstützt Studierende dabei, die überfachlichen Kompetenzen, die Schlüsselkompetenzen weiterzuentwickeln. Also das heißt, und das zeigt sich ja auch in meiner Dissertation, so Selbstwirksamkeit, die Fähigkeit, mit anderen intensiv zusammenzuarbeiten, kreatives Denken und Handeln und schlussendlich Bildungsangebote oder dann noch ein Stück stärker das Leben an sich aktiv mitzugestalten. Und deswegen glaube ich auch, dass diese Methoden im Setting des Inverted Classroom so wichtig sind, weil es ja da eben um eine Selbstermächtigung von Studierenden geht und darum, dass sie dieses Geschehen möglichst stark selbst in die Hand nehmen. Und durch diese Methoden kommen ganz schnell Lebenswirklichkeiten unterschiedlichster Farbe, Form und Größe ins Spiel. Und gleichzeitig werden im gemeinsamen Tun Handlungsoptionen für verschiedenste Felder entwickelt. Ich habe ja meine Mathematik-Matura wiederholen dürfen. Und meine späte Rache an der Mathematik ist, dass ein Schwerpunkt dieser Dissertation der Umgang mit mathematischen Herausforderungen mit Improvisationsmethoden ist. Es liegt auch daran, dass mein Betreuer, der Professor Dr. Christian Spannagel, eben ein Mathematikdidaktiker ist. Und ein Punkt ist, dass ganz viele Lernende Angst haben vor Mathematik. Und das Also, das hat ganz verschiedene Ursachen, unter anderem auch, das hat ja nichts mit meinem Leben zu tun und gleichzeitig auch, ich schaffe das ja nicht und da mache ich sicher was falsch und die auch schon negative Erlebnisse damit gemacht haben, die schlechter schlafen vor Mathematikstunden, die psychosomatische Symptome entwickeln und was auch immer. Und das hat dann auch eben zum Beispiel jetzt nicht nur mit Mathe zu tun, sondern auch mit Statistik oder so hochkomplexen Sachen. Und da helfen Improvisationsmethoden dazu, einen Zugang zu finden, wo ich aufhöre, mich selber zu zensurieren und wo ich das, was ich bin und was ich kann, weiterentwickeln kann und einen Zugang zu Prozessen, zu Herangehensweisen, zum, ich sage jetzt mal, dem Geist der Mathematik finde, so dass ich es auf so einer Ebene verstehe, dass ich das dann herangehen kann. Weil gerade Mathe, jetzt Formeln auswendig lernen, ist natürlich eine Option, gleichzeitig aber muss ich das dahinterliegende verstehen und für mich greifbar umsetzen können. Und da
sind die Improvisationsmethoden sowohl in den Vorbereitungszeiten als auch in den Präsenzzeiten einer Lehrveranstaltung, die am ISM ausgerichtet sind, sehr hilfreich, damit Studierende wirklich ihre Persönlichkeit, ihre Wissen, ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können. Genau, das wäre jetzt zum Beispiel meine erste Frage gewesen, ob man das eben tatsächlich in der Vorbereitungsphase und eben dann auch in der Präsenzphase machen kann. Das hast du schon beantwortet. Wunderbar, danke. An was mich auch die Improvisationsmethoden von dir immer auch ganz stark erinnern. Also ich durfte ja schon einmal an einem Seminar von dir auch teilnehmen im Rahmen von der ICM und ist absolut zu empfehlen. Also man lernt einfach auch sehr viel über sich selber. Man lernt auch einmal auch über sich selber, naja, auch zu lachen, wenn man mal was nicht hinbekommt. Und das finde ich ganz wichtig. Ich habe dann auch tatsächlich inspiriert davon, auch dann weitere theaterpädagogische Workshops auch besucht, weil mir das interessiert hat. An was mich dies noch erinnert, ist auch diese ganze Idee eigentlich des Embodiment oder der Embodied Cognition. Also tatsächlich eben Geist und Körper eigentlich zu verbinden und das Lernen eben sowohl den Geist als auch den Körper braucht. Gesten, gestikuliertes Lernen. An das erinnert mich Improvisation immer auch. Kann man das auch verbinden damit? Ja, unbedingt, unbedingt. Also angewandte Improvisation ist ja, hat ja ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich eben ins Embodiment hineingehe. Und diese Methoden sind eben auch in Online-Settings sehr, 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 sehr gut und intensiv einsetzbar. Ich kann über Twitter miteinander mit Assoziationsmethoden arbeiten. Also es sind alles Sachen, die ich auch in meiner Dissertation gemacht habe oder gemerkt habe, dass das andere machen. Beziehungsweise kann ich einander eben Schnipsel an Audios und Videos zur Verfügung stellen und auch auf diese Weise arbeiten und natürlich dann so in Live-Online-Sequenzen oder auch in hoffentlich bald wieder Präsenzzeiten dann auf die Materialien, die da entstehen, im weitesten Sinn aufbauen und zurückgreifen. Also das ist eine der faszinierendsten Sachen, wenn man da so als teilnehmender Beobachter, Beobachterin dabei ist, zu merken, dass das Lernende irgendwas machen und dann in einer übernächsten Session tauchen auf einmal wieder Elemente und Bausteine auf, wo man merkt, das ist genau dort entstanden und aufgetaucht und war dann eben Grundlage dafür, dass sie sagen können, jetzt habe ich das einfach besser greifen können, im wahrsten Sinne des Wortes, und habe auch den Mut, es auszusprechen und zu zeigen. Und ich glaube, das ist eine der allerwichtigsten Aufgaben von Hochschule, Menschen dazu befähigen, aufrecht zu stehen und mutig in diese Welt hineinzugehen und sie auch zu verändern und weiterzuentwickeln und Handlungsoptionen im eigenen Leben, auch bei hochkomplexen Themen und ganz schwierigen Problemstellungen zu finden. Ich glaube, Mut war ein super Stichwort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seien Sie also mutig. Kommen Sie in die Session vom Christian. Er wird das virtuell durchführen, seinen Improvisationsworkshop. Ja, Christian, ich freue mich drauf. Wir werden das sicher wieder ansehen, vor allem auch jetzt, wie das dann virtuell funktioniert. Vielen Dank, bin gespannt und bitte nicht vergessen, unbedingt auch anmelden für die Konferenz. Link finden Sie hier neben mir. Und ja, dann freuen wir uns auf den Austausch am 23. Februar. Lieber Christian, danke dir. Danke.